Moin und willkommen zu einem Workshop rund um die sogenannte Du-Orgel. Ein Workshop für alle, die diese Du-Orgel mit einer Gruppe aufbauen wollen und alle, die bei diesem Aufbau mithelfen. In der Orgelakademie Stade sind wir seit 2018 glückliche Besitzer dieser Du-Orgel. Wir setzen sie mit großer Freude in unserem Programm Alte Orgeln für junge Menschen ein, das ich verantworte. Der Name Du-Orgel kommt aus dem Niederländischen. Du heißt, es selbst zu tun. Die Idee dazu stammt von Lydia Vroeginde-Wey. Sie hat die Du-Orgel gemeinsam mit dem Orgelbaumeister Wim Jansen zum Leben erweckt und das Projekt Orgelkids begründet. Inzwischen gibt es Du-Orgeln weltweit. Ich empfehle unbedingt die Seite orgelkids.nl, die umfassend Material und Informationen bündelt. Was sind die Besonderheiten für den Aufbau mit einer Gruppe? Gemeinsam bilden wir eine Werkstatt, in der alle auf ihrem Gebiet zu Spezialisten werden. Als Werkstattleiter oder Leiterin haben Sie und Ihre Gesellen, also alle, die jetzt mithelfen, möglichst alles und alle im Blick, bewegen sich dabei jedoch im Hintergrund. Sie machen sich sehr schnell ein Bild der Beteiligten und ihrer Besonderheiten. Sie bringen die Gruppe zum Staunen und kitzeln aus allen etwas heraus, das sie sich selber nie zugetraut hätten. Schließlich stärken sie die gesamte Gruppe in ihrem Zusammenhalt, denn es funktioniert nur gemeinsam. Für die meisten, oft sogar auch die Lehrerinnen und Lehrer, ist zu Beginn kaum vorstellbar, in Eigenarbeit ein solch komplexes Instrument zu bauen. Aber wenn es funktioniert, haben sie allen ein unvergessliches Erlebnis geschenkt. Und der Weg zur nächsten Orgel ist geebnet. Für welche Gruppen ist solch ein Aufbau geeignet? Das funktioniert quer durch die Generationen und für unterschiedliche Gruppengrößen. Die Beteiligten können sich vorher schon kennen oder auch nicht. Für den Weg, den wir beschreiten, teilen wir die Gesamtgruppe in 5 Kleingruppen auf. Es sollten insgesamt möglichst nicht mehr als 20 Personen mitmachen. Naheliegend ist ein Aufbau mit Schulklassen. Die besten Erfahrungen mache ich mit den Klassen 3 bis 6, da dann die Arbeitsblätter selbstständig gelesen und verstanden werden. Mit kleineren Kindern geht es, wenn in jeder Gruppe eine Person ist, die die Aufgaben erklärt und Unterstützung bietet. Beste Erfahrungen machen wir auch mit integrativen Gruppen. Neben Schulklassen können natürlich altersgemischte AGs eingeladen werden, zum Beispiel im Rahmen von Projekttagen. In Kirchengemeinden können Gruppen aller Altersstufen angesprochen werden und es funktioniert auch hervorragend mit Familien. Wer zum ersten Mal den Aufbau mit einer Gruppe plant, sollte zuvor den Umgang mit den Materialien üben und sich die Arbeitsschritte einprägen. In allen Orgelkisten sowie auf orgelkids.nl gibt es Arbeitsblätter zum freien Download, auch in deutscher Sprache, nach denen man vorgehen kann. Wir haben in Niedersachsen in der Zusammenarbeit von Vision Kirchenmusik und der Stader Orgelakademie diese Methode übernommen und in Details noch etwas weiterentwickelt. In diesen Schritten werde ich nun auch im Video vorgehen. Thank you.
In Amerika liegt übrigens der Rekord für den Aufbau der Du-Orgel bei 17 Minuten. Wir nehmen uns jedoch für die ersten Male etwas mehr Zeit. Nun geht's in die Praxis, also an die Arbeit. Für die Vorbereitung des Raumes kalkuliert man ungefähr eine halbe Stunde ein. In dieser Zeit sollte niemand aus der Gruppe den Raum betreten. Wir gehen einmal von einem Klassenzimmer oder einem Gruppenraum aus, den wir zunächst komplett umräumen werden. Bitten Sie darum, dass die persönlichen Gegenstände der Schülerinnen und Schüler, ihre Schulranzen zum Beispiel, zuvor verstaut werden. Merken Sie sich gut, wie der Raum aussah, um ihn später wieder in den ursprünglichen Zustand bringen zu können. In der Mitte des Raumes brauchen wir einen stabilen, großen Arbeitstisch. Hierauf wird sich zu Beginn alles Material befinden und am Ende wird hier die Du-Orgel stehen. Verteilt auf alle Seiten des Raumes werden 5 leere Tische mit ausreichend Platz dazwischen aufgestellt, an denen in kleinen Gruppen gearbeitet wird. Ein 6. Tisch kann für Begleitmaterial bereitgestellt werden. Es empfiehlt sich, alle Stühle an den Seiten zu stapeln, so dass grundsätzlich im Stehen gearbeitet wird und genügend Platz rund um den zentralen Arbeitstisch bleibt. Wenn nun die Tische stehen, wird auf dem zentralen Arbeitstisch alles Material wild durcheinander ausgelegt. Je größer und künstlerischer das Durcheinander, desto besser. Es gibt keine Ersatzteile, deshalb muss man an dieser Stelle entscheiden, ob die ganz kleinen und feinen Elemente in einer gesonderten Schatzkiste verbleiben, aus der sie später heraussortiert werden, oder ob sie mit ausgelegt werden. Falls Fugen oder Heizungsgitter im Boden sind, sollten sie auf jeden Fall verwahrt bleiben. Die Windlade sollte auseinandergenommen werden. Die Transportkisten werden unter einen der Tische verstaut. Gerne kann der Schriftzug Orgelkids hier sichtbar bleiben. Auf dem Materialtisch können Bücher über Orgeln, Orgelfotos oder andere Begleitmaterialien ausgelegt werden. Bitten Sie die Lehrer im Vorfeld darum, dass sich alle zum Start mit gewaschenen Händen einfinden. Begrüßen Sie nun die Gruppe vor der Tür. Die Hände sind also sauber und es ist ein bisschen wie Weihnachten, wenn nun alle gemeinsam den Raum betreten. Die Kinder werden erst einmal erstaunt sein über die Veränderung ihres Raumes. Alle sind nun eingeladen, sich im großen Kreis um den mittleren Tisch zu stellen. Hier kann man sich gegenseitig vorstellen und erste Stimmen aus der Runde sammeln. Spätestens jetzt ist der Moment, in dem Sie die Werkstattleitung übernehmen. Die Eingangsfrage könnte lauten: Wie sieht's denn hier aus? Irgendwann kommt die Unordnung zur Sprache und die Notwendigkeit aufzuräumen. Bereiten Sie nun die Gruppe darauf vor, dass sie eigenständig eine Orgel aufbauen wird, auf der, wenn alle Teile richtig zusammengesetzt werden, später alle auch spielen dürfen. Wie viele Teile könnten das sein? Eine Schätzfrage, auf die ich hier keine Antwort gebe, da es bei den Bausätzen geringe Unterschiede gibt. Finden Sie es heraus und lassen Sie die Gruppe schätzen. Für die gesamte gemeinsame Zeit gelten nun dieselben Regeln wie in der Orgelbauwerkstatt. Bitte während der Arbeit nicht essen und trinken, immer mit sauberen Händen arbeiten und sorgfältig mit allem Material umgehen. Es handelt sich um richtig wertvolles Material, das von Hand in einer Orgelbauwerkstatt angefertigt wurde. Jedes Teil gibt es nur einmal. Wenn eins fehlt, wird etwas an der Orgel nicht funktionieren. Und dann geht's an die Arbeit. Zuerst räumen wir also auf.
dass wir in 5 Kleingruppen arbeiten, wird nicht angekündigt. Gehen Sie einfach herum und zählen Sie immer von 1 bis 5 ab. Jeder merkt sich seine Zahl und Sie bitten dann alle Einser an einen der seitlichen Gruppentische. Die Zweier im Uhrzeigersinn an den nächsten und so weiter. Die Gruppeneinteilung kann natürlich auch anders vorgenommen werden. Vielleicht bekommt jeder beim Eintreten einen farbigen Zettel mit einem Orgelsymbol. Oder Sie haben mit der Lehrerin oder dem Lehrer eine andere Aufteilung abgestimmt. Ich finde es immer am schönsten, wenn die Gruppen bunt zusammengewürfelt sind und nicht nur aus besten Freunden bestehen. Nun erhält jede Gruppe ihr Arbeitsblatt. Was brauchst du? Darauf sind die Teile abgebildet und benannt, die vom Haupttisch an den eigenen Arbeitstisch gebracht werden. Alle Gruppen arbeiten parallel. Die Gruppenleitung bleibt am Zentraltisch. Es empfiehlt sich, hier insbesondere die Kleinteile im Blick zu behalten und darauf zu achten, dass mit der Windlade sorgfältig umgegangen wird. Diesen ersten Arbeitsschritt können die Kinder ohne weitere Hilfe bewältigen. Damit alle Teile der Orgel miteinander verbunden werden können, wird ein Rahmen benötigt. Um die Orgel mit Wind zu versorgen, gibt es eine mehrteilige Balkanlage. Nicht fehlen dürfen die Tasten. Die Windlade ist die Schaltstelle der Orgel. Mit den Abstrakten wird eine Verbindung von den Tasten über Ventile zu den Pfeifen hergestellt. Etwas empfindlich ist die Unterseite der Windlade. Haben Sie ein Auge darauf, dass möglichst nicht an den Ösen gezogen wird. Und schließlich, unsere Orgel hat Pfeifen, viele Pfeifen. Die Pfeifen der Du-Orgel dürfen nicht mit dem Mund angeblasen werden. Die Feuchtigkeit aus der Atemluft würde zu einem Aufquellen und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen. Weisen Sie nur darauf hin, falls Sie bemerken, dass das Anblasen versucht wird. Sobald die Teile gefunden sind, kommen die Gruppen zurück in den großen Kreis. Achten Sie darauf, dass die Gruppen noch nicht mit dem Sortieren beginnen. Gemeinsam wird geschaut, ob noch etwas auf dem mittleren Tisch verblieben ist. Der müsste jetzt komplett leer sein. Ansonsten schauen alle nochmal auf ihr Blatt, ob sie etwas übersehen haben. Jetzt gibt es einen ersten Rundgang der gesamten Gruppe zu allen Tischen. Die jeweilige Arbeitsgruppe beschreibt den anderen, was sie zusammengetragen hat. Die Gruppen gehen zurück zu ihren Arbeitstischen. Da für die Balkanlage keine weiteren Vorbereitungen notwendig sind, empfehle ich gerne, Gruppe 2 nun mit der Pfeifengruppe 5 zu verbinden. Begleiten Sie zunächst diese Gruppe an ihren neuen Tisch. Nun liest sich jede Gruppe die nächsten Schritte durch. Auf den Arbeitsblättern heißt das an die Arbeit. Gehen Sie zu jeder Gruppe, um kurz zu besprechen, ob die Aufgaben verstanden werden. Die Devise lautet, erst lesen und verstehen, dann arbeiten. Auch diesen Schritt bewerkstelligen alle Gruppen parallel. Wenn Sie eine Gruppe haben, der es schwerfällt, die Arbeitsblätter zu verstehen, können Sie auch ohne diese Hilfe auskommen. In diesem Fall kann jede Gruppe von einem Coach begleitet werden, der beschreibt, was zu tun ist. Ich finde es extrem wichtig, dass den Kindern nicht vorauseilend Hilfe geleistet wird.
Gerade Laien, die mithelfen, aber auch Lehrerinnen und Lehrer sollten im Vorfeld darauf vorbereitet werden, nicht unnötig einzugreifen, auch wenn es noch so kribbelt. Behalten Sie das im Blick. Wir planen ausreichend Zeit ein. Gruppe 1 steckt den Rahmen zusammen und arbeitet hierfür mit römischen Ziffern. Man muss die Ziffern nicht zwangsläufig schon kennen oder lesen können, wenn doch, umso besser. In diesem Fall können alle Ziffern benannt werden. Es gibt jede Ziffer zweimal. Wichtig ist, dass sich immer die gleichen Ziffern nebeneinander und in derselben Ausrichtung befinden. Am besten legt die Gruppe ein Seitenteil auf den Tisch und steckt nun alle Leisten nacheinander ein. Am Ende wird gemeinsam das zweite Seitenteil angebracht und mit vielen Händen gleichmäßig befestigt. Manchmal ist hier etwas Unterstützung hilfreich. Wenn im zweiten Schritt die Holzdübel angebracht werden, ist es wichtig, die glatte Seite einzustecken und ohne Kraftaufwand zu arbeiten. An Tisch 2 sind, wie gesagt, keine weiteren Vorarbeiten notwendig. Gruppe 3 sortiert die Tasten. Hier ist manchmal eine kleine Starthilfe nützlich, da die Obertasten kürzer sind als die Untertasten. Die aufgezeichneten Striche ergeben richtig angeordnet zwei durchgehende Linien. Das Ordnen gelingt leichter, wenn die Tasten zwischendurch immer wieder mit der eckigen Leiste auf eine Höhe geschoben werden. Gruppe 4 baut zunächst die Schleifen und den Pfeifenstock auf die Windlade. Hier helfen aufgezeichnete Linien. Und beim Zusammenbau kann schon die Funktion der Schleifen als Registerzüge erkannt werden. Beim Aufsetzen des Pfeifenstocks auf die Dübellöcher achten und darauf, dass sich niemand die Finger klemmt. Im zweiten Schritt sind die Abstrakten zu sortieren. Sie sind maßgefertigt, alle von etwas unterschiedlicher Länge und durchnummeriert. Der Ordnung nach werden sie von links nach rechts nebeneinander gelegt, so dass keine Zahl mehr auf dem Kopf steht. An dieser Stelle haben sich schon manche Kinder eine Du-Orgel als Adventskalender gewünscht. Die Gruppen 2 und 5 unterteilen zunächst die Pfeifen in zwei Register. Gruppe 2 sucht die Pfeifen mit Deckel, die sogenannten Gedackte oder Gedeckte. Gruppe 5 die offenen Pfeifen, auch Flöte genannt. Anschließend sortieren beide Gruppen ihre Pfeifen der Größe nach. Links die größten, nach rechts hin kleiner werdend. Wenn eine Gruppe früh fertig ist, kann sie in der verbleibenden Zeit an einem zusätzlichen Bücher- oder Materialtisch stöbern. Versuchen Sie, alle Beteiligten während der gesamten Zeit beim Thema zu halten. Wiederum versammeln sich alle im Kreis und begehen gemeinsam die Arbeitstische. Auch dieses Mal erklärt jede Gruppe, was sie getan hat. Gerne kann der ein oder andere Fachbegriff mit eingestreut werden. Nun sind alle vorbereitenden Arbeiten abgeschlossen. Und wir beginnen mit dem Aufbau am zentralen Tisch. Jetzt wird es spannend, denn aus den vielen vorbereiteten Teilen soll nun die Orgel wachsen. Im Idealfall verfolgen alle im großen Kreis die einzelnen Schritte und erhalten nebenbei viele Informationen rund um die Orgel. Jede Gruppe findet auf ihrem Arbeitsblatt einen Auftrag. Der fertige Rahmen wird nun auf dem leeren Mitteltisch platziert. Damit die Gruppe 1 auch in der großen Runde aktiv zum gemeinsamen Zusammenbau beiträgt, kann sie mit der Installation der Balkanlage von Tisch 2 beauftragt werden. Zunächst wird die Befestigungsplatte mit dem Rahmen verbunden, anschließend der Magazinbalk eingelegt. Je nach Temperament ist hier etwas Hilfe erforderlich.
ebenso wie bei der Montage des unteren Windkanals, der den Schöpfbalg mit dem Magazinbalg verbindet. Damit er später beim Spielen nicht herausrutscht, fixiert man ihn am besten mit einem Keil. Nun ist die Gruppe 3 an der Reihe und hat die Aufgabe, die Tasten einzulegen. Die Position der ersten Taste sollten Sie genau kennen und jedem Kind mit seiner jeweils ersten Taste zeigen, wie das funktioniert. Alles soll ohne Kraftaufwand geschehen, um einerseits die Stifte nicht zu verbiegen und andererseits die eingebohrten Löcher nicht zu vergrößern. Es hilft die Anweisung, immer mit beiden Händen zu arbeiten, so dass die vordere und die hintere Seite der Taste gleichzeitig in ihre Position gebracht wird. Wir arbeiten von links nach rechts. Wer eine Taste eingelegt hat, nimmt sich die nächste freie Taste und stellt sich wieder hinten an. Mit ein wenig Übung geht es immer schneller. Am Ende wird die eckige, belederte Leiste mit Hilfe der römischen Ziffern richtig herum eingelegt und mit zwei feinen Metallstiften fixiert, die schräg eingesteckt werden. Das geht ohne Widerstand, wenn alles an der richtigen Position ist. Die Stifte dürfen nicht verbogen werden. Gruppe 4 legt zunächst die Windlade ein. Mehrere Hände zum Absichern sind hier auf jeden Fall hilfreich. Das Anbringen des Windkanals, der den Magazinbalg mit der Windlade verbindet, kann jetzt sofort erfolgen. Nun wird es nochmal knifflig. Etwas Feinmotorik ist gefragt, wenn die Abstrakten eingehängt werden. Auch hier beginnen wir links mit der 1 und arbeiten uns bis zur 24 vor. Man arbeitet mit beiden Händen, hängt die Abstrakte zunächst oben ein, hebt die Taste von unten ein klein wenig an und hakt die Abstrakte dann unten ein. Die Obertasten erreicht man zum Anheben etwas weiter hinten. Manchmal passiert es, dass versehentlich eine Taste wieder ausgehakt wird. Das ist kein Problem, einfach wieder einhängen. Es ist jeweils schön zu sehen, wie diejenigen, die das machen, von Mal zu Mal versierter werden. Geben Sie denjenigen, die aufgrund feinmotorischer Schwierigkeiten nicht so schnell damit zurechtkommen, genügend Zeit und Ruhe und auch etwas mentale Unterstützung. Manche Gruppen sind hier sehr konzentriert, auch als Zuschauer dabei. Wenn nicht, beschäftigen Sie die restliche Gruppe gerne während der Zeit mit Fragen, Rätseln, spannenden Informationen rund um die Orgel. So steht die arbeitende Gruppe nicht zu sehr im Fokus und hat genügend Ruhe zum Arbeiten. Alle werden das schaffen. Am Ende nicht vergessen, den Rundstab zum Fixieren hineinzuschieben. Bevor er nicht an seinem Platz ist, sollte keine Taste heruntergedrückt werden. Falls der zweite Windkanal noch nicht angebracht wurde, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Nun hat Gruppe 2 den Auftrag, die Gedaktpfeifen aufzustellen. Dafür sind die ersten beiden Lochreihen auf der Klaviaturseite vorgesehen. Die Pfeifen werden der Reihe nach im Zickzack aufgestellt. Die Gruppe kann sich so organisieren, dass sie die Pfeifen in einer festgelegten Reihenfolge zum Haupttisch bringt und einbaut. Man sollte sich also immer merken, wer vor einem steht. Entscheidend ist nun die Position des Labiums, das der Klangerzeugung dient. Es zeigt bei der vorderen Reihe nach vorne, bei der hinteren nach hinten. Werden die Pfeifen falsch herumgesteckt, klingt die Orgel verstimmt. Manchmal ist es so, dass kleinere Kinder zum Aufstellen der Pfeifen auf den Tisch klettern müssen. Dazu sollte der Tisch natürlich stabil genug sein. Man könnte dann auch jedes Kind gleich mehrere Pfeifen stecken lassen. Die Pfeifen stehen nicht besonders fest. Es ist gut, eventuell nach dem Aufstecken durch die Kinder die Pfeifen noch ein wenig nachzufixieren, damit sie nicht dominomäßig umfallen. Den Abschluss bildet Gruppe 5 mit dem Aufstellen der offenen Pfeifen, der Flöte. Das geschieht nach genau demselben Muster wie bei den Gedaktpfeifen. Und jetzt steigt üblicherweise die Spannung bei allen, wie das fertige Instrument wohl klingen wird.
Wir bilden wieder einen großen Kreis, um die fertige Orgel gebührend zu bewundern. Jetzt kann man wirklich stolz sein. Nun bilden wir zwei gleich große Gruppen, zum Beispiel wieder durch Abzählen. Die Spielergruppe stellt sich in einer Reihe hinter den Tasten auf, die Kalkantengruppe hinter dem Schöpfbalg. Spieler und Kalkanten wechseln nun immer gleichzeitig und keine Sorge, wenn die ersten der Reihe wieder vorne angekommen sind, tauschen die beiden Gruppen, so dass alle alles einmal probieren können. Für die Windversorgung bedienen die Kalkanten die Blasebälge immer abwechselnd. Das kann man einmal zeigen. Die Bälge sollen dabei nicht vom Untergrund abgehoben werden. Je mehr Pfeifen gespielt werden, desto mehr Wind wird gebraucht. Also fühlt es sich je nach Musik sehr unterschiedlich an. Als Kalkant sorgt man dafür, dass die Musik schön gleichmäßig klingt. Der Moment, in dem die ersten Töne erklingen, wird von allen herbeigesehnt. Ich empfehle der ersten Spielerin, dem ersten Spieler, gerne eine Klangprobe mit den Gedaktpfeifen. Dazu werden diese nicht allzu schnell chromatisch gespielt und wir kontrollieren gemeinsam, ob alle Pfeifen an der richtigen Position sind. Vielleicht kriegt die Gruppe raus, was passiert ist. Falls nicht, helfen Sie als Gruppenleitung mit, die Verwechslung zu identifizieren und richtig zu stecken. Die nächste Klangprobe macht nun der zweite Spieler mit dem Flötenregister. Der dritte in der Reihe schließlich zieht beide Register zusammen. Und nun haben wir Gewissheit, dass alles funktioniert und am richtigen Platz steht. Alle weiteren Spielerinnen und Spieler können nun nach Gusto entweder ein ihnen bekanntes Lied oder eine Tonfolge nachspielen, die sie vorgeben. Eine andere Möglichkeit ist, bestimmte Aufgaben zu lösen, zum Beispiel nur Obertasten oder Dreiklänge zu spielen. Vielleicht gibt es jemanden, der ein kleines Lied spielt, zu dem alle singen. Oder jemand möchte einfach nur improvisieren. Nicht akzeptieren würde ich, wenn jemand nur nachlässig auf die Tasten haut. Alle wählen ihre Registrierung selber aus. Für die zweite Runde tauscht die Gruppe und am Ende können Sie als Gruppenleitung vielleicht auch etwas zum Besten geben. Suchen Sie sich hierzu ein Gegenüber, das die Blasebälge zuverlässig bedienen wird und spielen Sie zum Beispiel das Tune for Orgel Kids von Bart Wimus. Das ist eine Erkennungsmusik, die auf Du-Orgeln in der ganzen Welt gespielt wird. Das Stück kann auch für große Orgeln beliebig erweitert und mit einer Pedalstimme versehen werden. Lernen Sie das am besten auswendig oder bitten Sie ein Kind, einmal Notenhalter zu sein. Ein anderes Kind könnte auf Ihr Zeichen hin umregistrieren. Auf der vorhin erwähnten Seite OrgelKids.nl finden Sie eine Fülle an Notenmaterial zum freien Download. Zum Musizieren mit der Du-Orgel. Da ist Musik vertreten, die schon die Kinder lernen können. Es gibt Adaptionen von berühmten Werken der Musikgeschichte und der Orgelliteratur. Es gibt Musik für Du-Orgel und andere Instrumente und zudem ist natürlich Ihrer Fantasie freier Lauf gelassen, sich etwas Schönes für dieses besondere Instrument zu überlegen, das auch die ganze Gruppe erfreut oder gemeinsam musiziert wird. Jetzt wäre der Augenblick, ein Erinnerungsfoto zu schießen. Fragen Sie die Runde nach Ihren Eindrücken und verabreden Sie den Besuch einer großen Orgel. So kann all das wieder entdeckt werden, was Sie jetzt schon wissen. Weisen Sie darauf hin, dass viele Kirchen geöffnet sind, so dass man auch alleine einen Blick hineinwerfen kann und die Orgel mit ganz anderen Augen sehen wird.
Den Abbau der Du-Orgel übernehmen Sie am besten alleine bzw. im Leitungsteam. Damit ist gewährleistet, dass alle Teile vollständig wieder an ihren Platz kommen. Bei unserer Du-Orgel ist es so, dass sie zunächst vollständig auseinandergebaut und dann erst verstaut wird. Die Verpackungskisten sind je nach Modell sehr unterschiedlich. Wir haben beispielsweise zwei Koffer, für die keine Ordnung festgelegt ist. Natürlich müssen die schweren Teile nach unten und alles, was zum Verkratzen der Holzteile beitragen kann, soll unbedingt in Folie gewickelt und mit Schaumstoff abgesichert werden. Die Kleinteile werden vollständig und mit Sorgfalt zurück in die kleine Schatzkiste gepackt. Ein paar kleine Hinweise. Falls während der Aktion ein Teil abhanden kommt oder nicht funktioniert, weil es zum Beispiel verbogen wurde, melden Sie das unbedingt den Eigentümern. Für den seltenen Fall, dass sich in der Windlade etwas verhakt, benötigt man zum Öffnen einen Torx-Schraubendreher. Bringen Sie am Ende die Tische wieder in ihre ursprüngliche Aufstellung. Jetzt haben Sie sich einen Kaffee verdient. Ich nehme mir für eine Aktion im Klassenzimmer gerne sehr großzügig Zeit. Am liebsten eine Doppelstunde, also etwa 90 Minuten mit der Klasse, zuzüglich Auf- und Abbau. Da kann man ganz ohne Hast vorangehen und eventuell sogar eine kleine Verschnaufpause einbauen. Hat man weniger Zeit zur Verfügung, so kann man an verschiedenen Stellen gut abkürzen. Zum Beispiel auf das anfängliche Chaos verzichten und die Teile schon auf die jeweiligen Gruppentische legen. Jetzt ist der Augenblick, kreativ zu werden und den Du-Orgelbau mit anderen Orgelaktionen zu kombinieren. Das können Orgelbesuche sein, musikalische Aktionen, Konzerte oder auch Orgelpfeifenbau. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich wünsche Ihnen und euch viel Freude mit diesem anregenden Material rund um die Orgel.